Und willkommen zurück. So, ich würde sagen, dann kümmern wir uns doch mal um die Hauptbasis, der geht. So, jetzt müssen wir nach Grissom. Vorkommen. Und dann ist hier Bender. Da müssen wir landen können, oder? Ne, auch nur erkunden. Ah, da ist noch ein Mond. Hier können wir landen. Na dann. Ja, das hat sich bewährt. Nehmen wir wieder. Dann schauen wir mal. Anomalie, wir fahren jetzt hier. Ich wollte mal was anderes gucken. In der Reihe noch einmal Leichtmetall, einmal Schwermetall, einmal Seltenerde. Ja, das sollte doch machbar sein. So, ein bisschen hin. Nicht um Hüden da. Erstmal zur Anomalie. Natürlich. Babbeln. Was? Ach, Sari-Kapsel. Noch eine Inschrift. Na, ich will da einsteigen. Ich glaube, es ist besser, nicht einsteigen. Das wird auch so langsam alles haben, oder? Liga. Die Schriften scheinen wir auch schon alle zu haben. Na gut. Oh, da war es vorbei. Da war es ein bisschen drüber. Da unten sind sie hier. Ja, irgendwo da oben noch. Ja, wird das was? Jawohl.
der da noch? Jetzt müssen wir den Bunker hier noch zerstören. Sprecher nochmal sicherheitshalber. Und dann hinein. Oh, alles blockiert. Super. Ich bin dauerkrank. Kann das sein? Mal hier hinstellen, danke. Während der letzte Beat fällt, erklingt Musik von der anderen Seite des Raumes. Auf dem Bildschirm sieht man einen Quarianer vor einer ergriffenen Menge, der ein Trauerlied über verlorene Welten und Unschuld vorträgt. Das aufgezeichnete Lied wird von den Geat-Welten jenseits des Perseus-Nebels übertragen. Die Transmitter deaktivieren sich. Na toll. Und wir haben wieder keine Antworten. Schauen wir nochmal. Hier, Geat-Terminal. Wir haben einige verschlüsselte Geat-Dateien entdeckt. Auf diesem Gebiet geschulte Experten könnten daraus viel über die Entwicklung der Geat seit ihrem Kampf gegen die Quarianer lernen. Hey. Tali, ist das nichts für dich, Tali? Sie gehen vor, ich folge Ihnen. Dann halt nicht. Alles mitnehmen. Ausmisten tun wir dann, wenn er wieder rummault. So, schauen wir nochmal oben nach. Wahrscheinlich nichts zu sein, der Raum ist auch zu. Nicht, hier oben gibt es nichts. Was versteckt ist? Nee. Okay. Ja, dann war's das. Dann können wir hier abdüsen. Können wir nochmal kurz ein Querfeld eindüsen, ob wir dann noch Mineralien finden. Die Reihe brauchen wir noch. Einmal leicht, einmal schwer, einmal selten. Nicht allzu große Hoffnungen. Stören Sie den? Lass mal mit Tali sprechen, ja. Müssen wir wahrscheinlich auf dem Schiff mal machen. Tali und die Geat. Ja, die Geat-Überfälle haben wir. Na gut. Ich weiß nicht, wo fahren wir nochmal kurz hin? Also im Moment. Ich bin noch mit dabei. Ich bin hier auch noch mal nicht so schnell.
Aber so schnell. Ha. Okay, und wir haben Stufenaufstiege, fällt mir gerade so ein. So. Und wo sind wir jetzt? Da ist. Nee, komm. Auf zu Normandie. So, und jetzt einfach mit Tali reden. Ja, wir haben Garus geholfen. Ne, wir sind da unten in diesem Innenraum. Rex haben wir seine Familienrüstung gebracht. Wird ja eigentlich nur noch Ashley, oder? Ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist wichtig. Stimmt etwas nicht? Es geht um die Daten, die Sie der Gate-Steuerungseinheit entnehmen konnten. Die Informationen, die Sie der Allianzkontrolle übermittelt haben. Ich möchte eine Kopie davon. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Daten der Migrantenflotte übermitteln möchten. Diese Dateien enthalten Informationen, mit deren Hilfe wir die Gate vielleicht besser verstehen können. Sie könnten der Schlüssel dazu sein, unsere Heimatwelt zurückzuerobern. Wenn ich Ihnen diese Daten gebe, ist Ihre Pilgerreise vorüber. Sie werden dann zu Ihren Leuten zurückkehren. Aber nicht sofort. Ich werde so lange bei Ihnen bleiben, bis wir Saren aufgehalten haben. Aber mein Volk braucht diese Informationen. Sie glauben also, dass Sie mithilfe dieser Informationen Ihre Feinde eliminieren können? Nicht sofort. Wir müssen sie erst analysieren. Das könnte Jahre dauern. Aber so können wir erfahren, wie sich die Gate in den letzten Jahrhunderten verändert und weiterentwickelt haben. Geht in Ordnung. Fertigen Sie eine Kopie an. Mein Volk und ich stehen tief in Ihrer Schuld. Ich werde sie nie zurückzahlen können. Ich kann Ihnen nur anbieten, was ich ohnehin schon versprochen habe. Dass ich bei Ihnen bleibe, bis wir Saren und die Gate besiegt haben. Mehr habe ich nie erwartet. Ich danke Ihnen, Shepard. So. Was war das? Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Ich dachte, Sie wären bei... Wie war doch gleich Ihr Name? Zoni? Liara? Wie kommen Sie denn auf die... Laut der Gerüchte... Ich kann mir auch denken, warum. Aufgrund der Vorschriften in Bezug auf die Verbrüderung fällt die Crew... Ich wüsste nicht, was Sie mein Privatleben angehen würde, Chief. Tut es nicht. Ich dachte bloß, wir beide würden sehr gut miteinander auskommen, Sir. Das tun wir. Wäre schön, wenn es auch so bleibt. Okay. Aber ich bin ziemlich eifersüchtig. Nur, damit du es weißt. Wie dem auch sei, wollen wir was trinken? Es gibt einen besonderen Anlass. Gibt's was zu feiern? Heute ist Gedenktag. Das Ende des Erstkontaktkrieges jährt sich. Meine Familie begeht ihn immer. Da ich die einzige Williams an Bord bin, dachte ich, ich frage dich. Ist nicht gerade das beste Ereignis, um gefeiert zu werden. Das war vor 26 Jahren. In unserer Familie ist es keine richtige Feier. Es gleicht eher einer Verpflichtung. Und jetzt sag nicht, du würdest meine Familie nicht kennen. Meine Commander finden es immer heraus. Steht es nicht in meiner Akte? In deiner Akte steht so gut wie nichts drin. Da sind ein paar technische Sachen und die letzten Scheißjobs.
Es gibt einen Grund für die Scheißjobs. Ich bin General Williams' Enkelin. Er war im Krieg Kommandant der Shangxi-Garnison. Der einzige Mensch, der sich je einem fremden Volk ergeben hat. Verstehe. Darum treibst du dich immer so an. Ein Williams muss besser als der Beste sein, um gar nicht erst verdächtig zu erscheinen. Das hat mir mein Vater in der Nacht, in der er in den Ruhestand ging, gesagt. Man muss schon ein ziemlicher Dickkopf sein, um einen Job anzunehmen, bei dem die eigene Familie gebrandmarkt ist. Ich habe es dennoch getan. Ich werde nicht zulassen, dass unser Name mit Arnold und Quisling zusammen untergeht. Mein Großvater hat etwas Besseres verdient. Okay. Ich hätte das auch selbst rausgefunden. Aber ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Sieh dir an, wer ich bin, Shepard. Hast du je gehört, dass ich um Hilfe gebeten hätte? Es ist nicht so, dass mir nie etwas Schlimmes zustoßen würde. Wenn du lange genug bei mir bleibst, erzähle ich dir vielleicht noch mehr. Aber ich komme allein damit klar. Ich brauche keine Schulter, um mich auszuweinen. Keinen Ritter, der mich rettet. Und keinen Mann, der mich glücklich macht. Das bin ich. Mir gefällt's. Und dir sollte es besser auch gefallen. Und? Bist du immer noch an mir interessiert? Trotz des ganzen Ballastes? Du bist eine schwierige Frau. Schwer zu begreifen. Schwer zu kontrollieren. Sehr selbstgefällig, Shepard. Wieso denkst du, du könntest mich kontrollieren? Aber sobald wir die Galaxis gerettet haben, kommt die Allianz vielleicht besser klar und beginnt, wie eine echte Regierung zu handeln. Wir sollten lieber damit anfangen. Dann kann ich mich ja auf etwas freuen, wenn all das vorüber ist. Mehr als du denkst. Ich habe das Gefühl, dass die Sache bald überstanden sein wird, aber mach dir keine Sorgen, Shepard. Ich werde dich beschützen. Wir unterhalten uns später, Williams. Ich freue mich schon darauf, Skipper. Okay, die hatte was Neues zu erzählen. Hat Garrus auch was Neues zu erzählen? Commander, was kann ich für Sie tun? Liegt Ihnen etwas auf dem Herzen? Es geht um Saren. Ich frage mich langsam, ob wir ihn je finden werden. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Und er hat diese verdammten Geht. Wir kommen ihm näher, Garrus. Wir werden ihn finden. Wenn ich nur Ihre Zuversicht hätte. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass er mit dem, was er getan hat, durchkommen könnte. Ich weiß, dass Sie tun, was Sie können. Und wenn ihn irgendjemand fangen kann, dann Sie. Aber wenn es irgendetwas gibt, womit ich Ihnen helfen kann, irgendetwas, sagen Sie mir einfach, was ich tun soll, und ich tue es. Ich verstehe Ihre Besorgnis, aber wir werden ihn finden. Seien Sie einfach bereit, wenn es soweit ist. Jawohl, Sir. Ich werde bereit sein. Kann ich Sie etwas fragen, Commander? Was gibt es? Sind Sie besorgt, dass der Rat Saren schützen könnte? Ich meine, weil Sie sich vorher auch nicht gerade überschlagen haben. Was ist, wenn wir ihn finden und zurück zur Zitadelle bringen und Sie dann nichts unternehmen wollen? Ich habe das Gefühl, dass das gar keine Frage ist. Sagen Sie, was Sie denken, Garrus. Nun, vielleicht sollten wir Ihnen gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben, Commander. Meiner Meinung nach ist Saren viel zu gefährlich, um am Leben bleiben zu dürfen. Es könnte einfach zu viel passieren. Er könnte entkommen oder der Rat könnte ihn gehen lassen. Wenn wir ihn finden, falls wir ihn finden. Ich wollte vorschlagen, dass wir ihn aufhalten. Ein für allemal. Das hängt von der Situation ab. Ich werde das erst entscheiden, wenn er in greifbarer Nähe ist. In Ordnung. Ich bin jedenfalls auf Ihrer Seite, Commander. Dann rede doch mit Rex auch nochmal, oder? Shepard? Sie ziehen es also vor, ein Söldner zu sein, anstelle Ihrem Volk zu helfen. Ich bin ein Krieger. Nicht mehr und nicht weniger. Bereitet Ihnen das Schicksal der Kroganer keine Sorgen? Was zum Teufel soll ich denn Ihrer Meinung nach machen, Shepard? Ich bin es leid, meinen Arsch in die Ziellinie zu halten und keinen Dank dafür zu bekommen. Also haben Sie Ihr Volk einfach aufgegeben? Ich habe aufgegeben, für aussichtslose Ideen zu kämpfen. Ich bin kein Held, Shepard. Kurz gesagt, das Töten für Credits vereinfacht das Leben. Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihrem Volk zu helfen? Ich verdränge diesen Gedanken. Aber es gibt eine Menge kroganischer Söldner da draußen. Ich treffe andauernd auf sie. Oft genug werde ich dafür bezahlt, sie zu töten. Aber das ist nur Teil des Jobs. Man kann sich seine Feinde nicht aussuchen. Wie lange sind Sie schon ein Söldner? Lang genug. Gleich nachdem ich mein Heimatsystem verlassen habe, bekam ich meinen ersten Auftrag. Ein guter Job, wenn man ihn überlebt.
Ich habe das Gefühl, dass Ihnen Ihr Job gefällt. Sicher. Man wird dafür bezahlt, durch die ganze Galaxie zu reisen und an den meisten Tagen gibt es einen guten Kampf. Ich habe auch schon in organisierten Kampfeinheiten gedient. Privatarmeen und ähnliche Sachen. Aber das ist viel zu kompliziert. Ich kämpfe am besten allein. Oder in sehr kleinen Gruppen. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute auf mich angewiesen sind. Und ich kann es schon gar nicht leiden, auf andere Leute angewiesen zu sein. Bis dann, Rex. Shepard. Ein bisschen was zu erzählen hatte er ja. Brauchen Sie Vorräte? Ja, zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Na dann, was Hübsches. Ah, hier können wir direkt vergleichen. Er hat etwas Schrott. Die wäre besser. 3,7 Millionen Credits? Ist ja der Wahnsinn. Nee, komm, das lohnt sich alles nicht. So, fahren wir wieder raus. Joker noch was zu erzählen hat? Denn es steht hier oben auch noch rum. Reden wir mal mit denen. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie bei all dem noch Zeit zum Reden haben. Es muss doch ein paar Xenobiologen geben, die etwas über den Torianer nachlesen wollen. Der Papierkram läuft nicht weg. Haben Sie was auf dem Herzen? Ich suche nur nach einem offenen Ohr. Die Nachbesprechung war nicht der richtige Ort, um zu sagen, wie lächerlich das ist. Scheinbar ist jede Rasse der Galaxis mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Sie wollen nicht sehen, was ihnen bevorsteht. Also muss ich davon ausgehen, dass das Ihren Vorbehalten gegen Aliens nur zuträglich ist. Vorbehalte? Gegen Aliens? Ich habe keine... Wieso denken Sie denn sowas? Ich denke, dass Sie sauer sind wegen der Prügel, die Sie von Vernus erhalten haben. Bevor ich Vernus traf, wusste ich genauso viel wie jeder andere Zivilist. Aliens waren seltsam, überlegen und versuchten uns vorzuschreiben, was wir zu tun haben. Seit dem ersten Kontakt sind ja auch erst 26 Jahre vergangen. Das ist nicht gerade viel Zeit, sie zu verstehen. Es war Vernus, der mir gezeigt hat, wie menschlich Aliens sind. Sie sind nicht anders oder besonders. Es sind Trottel und Heilige, genau wie wir. Himmel, als ich endlich meine Rache bekam, wollte ich sie nicht mal mehr. Normalerweise sind sie nicht so reizbar. Was war letztendlich passiert? Er hat eine Frau verletzt, ihr den Arm gebrochen. Sie griff nach einem Glas Wasser, anstatt es biotisch zu sich heranzuziehen. Sie wollte einfach nur was zu trinken haben, ohne Nasenbluten zu bekommen. Und ich stand auf, wie ein Idiot. Ich wusste eigentlich gar nicht, was genau ich dann tun wollte. Nur irgendwas. Und Vernus verlor die Nerven. Er prügelte mich halb tot. Und dabei schrie er immer wieder, dass sie uns in die Steinzeit zurückbomben hätten sollen. Und in dem Moment kam das Messer ins Spiel. Ein Militärmesser. Direkt in mein Gesicht. Ich rastete völlig aus und trat ihm mit meinen biotischen Kräften voll in die Zähne. Fast so fest, wie ich es jetzt könnte. Und mit 17 soll das schon was heißen. So fest zutreten zu können, muss sie zu Tode erschreckt haben. Nicht so sehr, wie es Vernus erschreckte. Der Tritt brachte ihn um. Der Tritt brach ihm das Genick. Sie hätten ihn vielleicht retten können, wenn sie ihn schnell genug ins Krankenhaus gebracht hätten. Aber das taten sie nicht. Sein Rücktransport sorgte für großes Aufsehen. Das BAAT-Training wurde eingestellt. Kinetics war einige Jahre später am Ende. Also ja, wahrscheinlich hasste ich diesen Turianer. Ich meine, wenn ein Arschloch reichen würde, eine ganze Rasse zu beurteilen, dann müsste ich auch die Menschen hassen. Vernünftige Einstellung. Behalten Sie einen kühlen Kopf, dann werden wir prima klarkommen. Vernünftig zu bleiben ist ungefähr alles, was uns geblieben ist. Jeder andere in der Galaxis scheint den Verstand verloren zu haben. Anwesende natürlich ausgenommen. Okay. Dann schauen wir mal nach Liara. Ich glaube, die wird nichts haben, oder? Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Nix. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Da hat sie doch was für den Tor. Na, warte mal. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Nee. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Langweilige Ärztin. So, Liara.
Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Über welches Thema Sie wollen? Sie waren sehr verständnisvoll, Shepard. Sehr geduldig. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß, dass es einige seltsame Ansichten über mein Volk gibt. Ich kenne die Legende über die Promiskuität der Asari. Aber diese Gerüchte basieren im Allgemeinen nicht auf der Wahrheit. Wenn sich ein Mitglied meines Volkes mit einem Individuum einer anderen Spezies vereint, so ist das ein sehr tiefer und spiritueller Austausch. Wir gehen so eine Verbindung nicht leichtherzig ein. Bei Ihnen klingt das fast mystisch. Eine wahre Einheit geht weit über eine gewöhnliche Verschmelzung hinaus. Es ist eine Verbindung, die das physikalische Universum übersteigt. Zwei werden eins. Gedanken und Sinne verschmelzen. Identitäten vermischen sich. Erinnerungen und Gefühle verweben sich miteinander und werden zu einem einzigen, verzückten Ganzen. Es ist mit keiner anderen Erfahrung zu vergleichen. In gewisser Weise kann dieses Ereignis das ganze Leben verändern. Das klingt unglaublich. Wollen Sie damit sagen? Oh nein! Ich bin nicht besonders gut darin, was? Tut mir leid, Shepard. Ich wollte Ihnen bloß erklären, warum ich so zurückhaltend gewesen bin. Die Verbindung ist mehr als bloß Sex. Sie ist das Lebensblut meiner Spezies, die Art, auf die wir uns vermehren und als Gesellschaft wachsen. Darum habe ich nie... Ich meine, darum müssen wir uns unsere Partner mit großer Sorgfalt auswählen. Moment mal, wollen Sie damit sagen, dass dies Ihr erstes Mal ist? Ich bin erst 106 und nach Asari-Maßstäben damit gerade erst erwachsen. Und ich habe den Großteil meiner Zeit mit meiner Forschung verbracht. Ich habe nie wirklich daran gedacht, erst als ich Ihnen begegnet bin. Sie sind für mich etwas Besonderes, Shepard. Aber nach allem, was geschehen ist, Saren, die Geth, die Reaper, weiß ich nicht, ob wir bereit dafür sind. Dies sind dunkle Zeiten, Liara. Vielleicht, wenn alles vorüber ist. Ich bin froh, dass Sie mich verstehen, Shepard. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Wir müssen unsere persönlichen Gefühle ignorieren und uns darauf konzentrieren, Saren aufzuhalten. Ich wünschte, es wäre anders. Aber wir müssen alle Opfer bringen. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Oh. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, jetzt Shepard. Jetzt bin ich nicht mehr reden, jetzt bin ich beleidigt. So, gucken wir mal, ob Joker noch irgendwas zu erzählen hat. Commander, etwa noch eine Frage? Ich muss gehen. Bis dann. Junge, da haben wir eigentlich noch irgendwas im Kodex. Gut. Oh ja, hier haben wir noch was. Dreschlunde sind unterirdisch lebende Waren sind Allesfresser. Mit einer Vorliebe für lebende Beute. Sie stammen ursprünglich von Tuchanka, der Heimatwelt der Kroganer, und sind, wie fast alle wilden Lebewesen auf diesem Planeten, rudelbildende und perfekt angepasste Überlebenskünstler. Auf der Jagd nach lebender Beute treten sie in Rudeln auf. Wenn lebende Beute nicht zur Verfügung steht oder sich als unbesiegbar erweist, können sie auch als Aasfresser überleben. Ihre extreme Anpassungsfähigkeit, ihr aggressives Verhalten und die schnelle Fortpflanzungsrate haben sie zu einer weit verbreiteten und gefährlichen Plage auf vielen Planeten werden lassen. Wo immer die Kroganer landeten, folgten die Waren und verursachten große Schäden an den einheimischen Ökosystemen. Die Kroganer pflegen seit Tausenden von Jahren eine ambivalente Beziehung zu den Tieren. Sie kämpfen mit ihnen um Territorium und akzeptieren sie als geschätzte Gefährten. Bis zum heutigen Tag züchten die Kroganer die Waren als Kampftiere. Eine der häufigsten Unterarten der Waren verfügt über silberne Metallschuppen und wurde daher mit dem ungewöhnlichen Namen Fischhund bedacht. Okay, das waren die Waren. Mehr haben wir nicht, oder? Ja, gut, dann sind wir sozusagen soweit. Dann geht's in der nächsten Folge nach Würmeyer. Ja, stellen wir uns ja schon mal auf. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.